Und damit, hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Bits Staffel 2. Ja, in der letzten Folge, in der Folge Nummer 1 von Staffel 2, haben wir im Gegensatz zur ersten Folge in Staffel 1 direkt komplette Eisenrüstung. Wir haben einiges an Eisen gefunden. Wir haben immer noch 15 übrig. Das reicht ziemlich, ziemlich lange noch. Und damit kann uns eigentlich fast kein Mob was antun. Das ist doch sehr schön. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, unten ist der Link zur Playlist verlinkt. Der Link zur Playlist verlinkt, meine Herren. Ist der Link zur Playlist von Staffel 1 und natürlich 2. Da könnt ihr alles nochmal anschauen. So. Mann, das sieht Schwachsinn, aber egal. So, ich würde sagen, Kupfer. Sollen wir Kupfer jetzt mitnehmen? Ja, weiß nicht. Ne, lassen wir es mal da. Das macht im Inventar voll. Kann man theoretisch beim Rückgehen immer mitnehmen. Und zurücklaufen. Ups. Lass mal die paar noch durch. Ach komm, weiß ab. Wir haben genug Kohle im Moment. 5 Roheisen haben wir noch im Inventar. Sehr schön. Okay, jetzt, wie machen wir hier einen guten Abgang? Okay, das ist schlecht. Am liebsten hätte ich ein 2 breit. Da kann nichts passieren und natürlich komplett ausgeleuchtet. Das ist natürlich klar. So, da die Steinspitzhacke jetzt gleich kaputt geht und. Bam, kaputt. Können wir jetzt mal das Inventar wieder richtig ordnen. So, Spinnenauge, Lapis, Lazuli. So, wir sind hier auf Ebene minus 4 schon. Hier ist Ebene 0. Kein Bedrock, sondern es geht tiefer, viel tiefer. Geht noch 64 Blöcke nach unten. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rein. Gucken, wo das uns hinführt. Ach du Scheiße. Aua. Ich würde sagen, extrem tief. Okay, das bauen wir zu. Ist zwar nur Andesit, aber dann weiß man wenigstens, dass es nicht von Natur aus zu war. Hier bauen wir einfach mal eine Treppe runter. Geht's weiter. Oh, das Scheiße. Das ist ein riesiges Höhlenkomplex. Holy shit. Das ist ja komplett abnormal. Nochmal riesige Verzweigung und. Ach du Scheiße, ehrlich. Einen Moment. Oh Gott. Dann halt nicht. Eigentlich musste ich gerade niesen. Was hier auch nicht spawnt. Einfach alles ausleuchten. Okay, ja. Das ist definitiv eine Eisenader. Zumindest das hier ist safe. Fazit? Nö, ist es nicht. Einfach nur ein Tuffstein vorkommen. Wow. Meine Herren. Decke noch irgendwas, was ich übersehen habe? Nee. Schon mal gut, okay. Ich ehrlich sein, das Wasser verfolge ich. Aber auch nur, weil da oben noch Eisen ist. So. Meine Herren.
Ehrlich, ich krieg's nicht gebacken, aufzupassen. Das wird wieder eine kurze Staffel. Das würde ich wetten, ehrlich. Würde ich absolut wetten, dass das wieder eine kurze Staffel wird, weil ich einfach wieder nicht aufpasse. Okay, ich muss sagen, ich muss die Quelle stoppen von dem Wasser. Das nervt extrem. Da ist ein Creeper, habe ich schon gesehen. Einfach hochfliegen. Hochfliegen, habe ich gesagt. Meine Fresse, danke. Tu deine Aufgabe. Mach dich nützlich. Spreng dich in die Luft. Sag, Creeper ist die einzige mit Enderman, würde ich sagen, richtig Gefahr im Moment noch. So ein paar Zombies ist ja. Soll vielleicht was essen? Ja, werf sie halt weg. Das ist halt, ja, die Creeper sind so, die können einen ja trotzdem one-hitten. Trotz Eisenrüstung können die einen one-hitten. Mit der Explosion. Das macht sie halt echt zu ziemlich, ziemlich starken Gegnern noch. Und das ist ein Problem. Ich weiß es nicht, sollen wir dem Minen-Dings folgen oder soll ich lieber in die Höhle gehen? Ich würde sagen, Höhle. Mine können wir wann anders looten. Minen looten wir dann, wenn wir Full Dia sind jetzt dann. Bei Dia soll es ja normalerweise nicht so oft, sollte man nicht so schnell finden. Oh Gott, das brauchen wir nicht. Komm, werfen das Holzschwert weg. Ofen habe ich halt auch dabei. Okay, Rotten Flash brauche ich gar nicht. Das ist Schwachsinn. Da hinten sehe ich auch direkt ein riesiges Eisen. Oh, hier ist Gold, sehe ich gerade. Zwar nicht viel, aber es ist Gold. Hier auch zu, dann kann hier nichts rauskommen. Kommt zwar sowieso nicht. Wer weiß, was uns in diesem Spiel noch erwartet. Was ich auch spannend wird, muss ich sagen, ich habe bisher niemals den Wither besiegt. Und ich weiß auch nicht, wie stark der ist. Also, ich weiß, er zerstört alles, alle Mobs in der Nähe, deswegen, also er greift alle Mobs im Umkreis an. Deswegen, ne, Tiere glaube ich, nur die Tiere, keine Ahnung. Deswegen niemals in der Overworld spawnen, das weiß ich. Das ist eine ganz dumme Idee. Die geht auch ziemlich schnell nach hinten los, weil es alles explodieren lässt. Also wenn du den in der Nähe deiner Base baust. Gnade dir Gott, ehrlich, dann hast du richtig verloren, weil der zerberstet dir die komplette Base. Von daher, nicht gut. Wow. Okay, gucken wir mal. Hier ist direkt ein Zombie-Spawner. Das ist ja voll geil. Einfach ein Zombie-Spawner direkt. Okay, goldener. Oh, goldener. Kann ich mal den ganzen Ramsch loswerden? Tuffstein brauche ich nicht. Binnenauge brauche ich im Moment auch nicht. Aber die Schallplatte nehmen wir mit, Eisen nehmen wir mit und die Kohle nehmen wir mit. Was haben wir hier drin? Schallplatte ist die genau gleiche. Knochen. Fäden. Hier mal. Eimer gegen Flint. Hier ist Gunpowder. Easy. Easy Platz geschafft. Okay, das hier ist nur Diorit. Okay. Jetzt hier machen wir mal B. Zombie. Spawn. Spawner. Zombie Spawner. Sollte jetzt. Perfekt. Das war mein Ziel. Bruchsteinstief. Bruchstein. Schiefer. Wie haken wir das jetzt am besten ab? Hier easy. Hier nicht so, doch. Auch easy. Mich würde es gerne interessieren, wie weit es hier reingeht. Hier war ja auch noch Eisen, sehe ich gerade. Was soll, wenn es auf einem Wasser weg ist, viel einfacher ist abzubauen. Also. Okay, hier mal Gold, sehr wichtig.
Was ist Gold wichtig? Achso, für Nether, genau. Was soll ich fragen für den Nether? Werdet ihr sehen, wenn ihr es noch nicht wisst. Aha. Zack, zack, zack. Okay, hier geht es wieder hoch. Muss ehrlich sagen, ich blende mal gleich wahrscheinlich eine die neue Karte ein. Wie die Alter, wie die Erze spawnen. Da ich das gerade selber nicht weiß. Werde ich das mal kurz. Oder? Nee, lassen wir's. Woher der bitte das Eisenschwert? Oh lol. Deswegen, warum ich hoch bin und da. Oh, meine Herren. Warum kriege ich jetzt Halsschmerzen? Voll vertieft, schon 13 Minuten. Ja. Also im Video später nicht. Im Video später werden es weniger sein. Na, ich mittlerweile. Wirklich schneide. Holy shit. Okay. Das ist immer noch ein Problem. Ich habe auch ein bisschen Schiss mit den Creepern da im Nacken, weil ich weiß, dass ein Creeper im Nacken. Da finde ich das nicht so geil. Okay, hier spawnt eh nix. Viel zu groß die Höhle gerade, ehrlich. Was will ich da? Was soll ich damit anfangen? Klar ist gut, weil halt viel, viel Erze, viel Platz, viel Erze. Wobei, was ich mich auch schon gefragt habe. Theoretisch wären ja auch hier dann Erze drin, in dem Bereich, wo ich gerade laufe, wo halt die Höhle dann ist. Sind die halt einfach weg, theoretisch ja schon. Im Prinzip, überall, wo eine Höhle ist, sind Items verloren gegangen. Also jetzt mal rein theoretisch. Wie das praktisch ist, keine Ahnung. Dafür habe ich zu wenig Ahnung von Minecraft. Also was vom Programmierten her meine ich jetzt. An sich bin ich ja schon. Alter, das war wieder 10 von 10, richtig schwachsinnig, ehrlich, das war wieder komplett dumm. Meine Fresse, ehrlich. Minecraft-Projekt, let's do stupid things, meine Fresse, ehrlich. Ey, ich krieg echt noch einen Herzinfarkt. Und toll. Oh, bin ich froh, dass ich alles bei mir habe immer. Okay, gut. Ofen. Bauen jetzt mal eine kleine Basis hin. Zack. Zack. Eine Spitzhacke und Kiste. Einfach mal, um alles reinzupacken, dass wir ein bisschen freieres Inventar haben. Das könnte ich doch, brauche ich noch. Okay, komm, nimm mal Axt. Lassen wir da. Pfeile habe ich eigentlich eh keine, aber egal. Das habe ich auch alles hier reingebaut. Perfekt. Dass hier nichts spawnen kann. Zack, zack. Machen wir jetzt so eine kleine unterirdische Base. Ins 2. Weil die Höhle ist schon echt groß. Also das dauert ein bisschen, bis ich da alles erforscht habe. Och nee, wenn ich das schon höre, ehrlich. Also von Enderman halte ich mich jetzt echt fern. Auf die habe ich echt gar keine Lust. So, dass jetzt da keiner nervt. Machen wir hier auch noch zu. Perfekt. Zack. Warte mal, das machen wir gleich blau. Und zwar so. Genau, blauer Farbstoff. Zack, haben wir ein blaues Bett. Ah, sogar direkt Nacht. Witzig. So, Essen haben wir genug. Eisen kann man auch direkt schmelzen.
Wären Trichter jetzt direkt praktisch. Aber Holz habe ich keins mehr. Okay. So, die haben eine Lektion gelernt. Leg dich nicht mit mir an. Zack. Zack, zack, zack. Bisschen schlecht. Und besser ist gar nichts. So. Immer auf der Map gucken, da kommt ein Zombie mit Goldhelm, sehe ich gerade. Da ist ein Villager-Zombie gespawnt. Goldhelm? Der hat eine ganze Rüstung. Ist ein Arsch. Ich muss ehrlich sagen, das Eisen direkt an der Decke, das hole ich nicht mehr. So. Mein Problem aktuell. Es ist wieder sowas von knapp, ehrlich. Finde ich hier zwar Eisen, Lapis, du findest alles, was du brauchst, aber keine Kohle. Okay, jetzt Mehlava-See, wow. Um es zumindest mal Gold und Lapis. Das ist okay. Ist besser als gar nichts. Okay, ich habe ein bisschen überzogen, sehe ich gerade. Aber das Lapis Gold da oben hole ich noch. Ah, da unten ist auch Gold. Hopp und hopp und hopp. Ich glaube, das Lichtlevel ist nicht zu niedrig. Weiß gar nicht, ist es jetzt ins Wasser gefallen? Oder, ah, hier ist noch sogar noch Eisen. Nice. Ja. Na halt, machen wir es einfacher. Tut mir leid für die Dunkelheit. Ich habe keine Kohle mehr. Zumindest nicht dabei. So. Mal das noch. Könnte ein Problem werden. Weil das dauert länger, als ich erwartet habe. Und Schaden wegen dem Tauchen will ich nicht unbedingt bekommen. Also ich glaube, zwei kriege ich abgebaut. Ja, zwei kriege ich abgebaut ohne Schaden. Was war das? Ich seh gerade auf der Map. Ah ja, hier liegt noch was, ja. Da habe ich nämlich die Items gesehen. Ich würde mal sagen, wir gehen kurz zurück und holen. Und holen. Ein paar mehr Fackeln. Und dann weiter in die Höhlen vorzudringen. Allerdings gibt es das in der nächsten Folge von Minecraft Bits Staffel 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Wenn ihr nochmal sehen wollt, wie es in der ersten Staffel abging und wie sie geendet hat, dann findet ihr den Link zu dieser Playlist natürlich unten in der Videobeschreibung, wie den Link
zur kompletten Staffel 2 Playlist. Euch noch viel Spaß auf YouTube. Bis zum nächsten Mal, euer Breakmaker. Ciao.